Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS22 auf der Italia. Zur letzten Folge mit dem Party Dark in der Schweiz. Hallo. Hallo. Hi. Wir haben noch 8000 Liter Milch mit bei. Die werden jetzt noch zu Käse verarbeitet. Haben wir noch was am Hof, was wir sonst noch verhökern können? Eigentlich noch die Eier. Ja, die können wir jetzt auch verhökern. Das können wir auch noch machen. Vielleicht können so all unsere Geräte oder so irgendwo aufstellen. Das können wir machen, aber wo willst du das machen? Das ist ja mehr oder weniger alles zu klein. Hm. Und ewig weit fahren können wir aber auch nicht damit. Schafweide. Ich wollte gerade sagen, Schafweide würde sich vielleicht sogar anbieten. Können wir alles nochmal aufstellen. Weil da sieht man mal, wir hatten nämlich schon viel Zeug. Es stand halt nur immer in irgendwelchen Ecken oder irgendwie halt rum. Ups. Das ist eine gute Idee, das können wir gleich machen. So, das heißt, das haben wir auch. Das haben wir auch. Den Kühen geht's gut. Schweinen geht's gut. Perfekto. Opa, bist du schon weggefahren hier? Nee, ne? Mm-mm. Bist du noch länger hier? Letzte Palette. Ich fahr schon mal zum Hof. Vorher habe ich es beim Güterbahnhof eins drüber verkauft. Mhm. Das war tatsächlich sehr angenehm. Du musst nur mit dem Frontlader die Paletten hochheben. Oder in deinem Fall, du nimmst den ganzen Anhänger und hebst ihn hoch. Ist richtig, ich schmeiß ihn einfach um. Wir haben uns schon viel Zeug mittlerweile gekauft. Deswegen, vor allem ganz viel Kleinzeug vor allem. Von dahinter. Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Schwitze rum bei Kraft. Weiß ich nicht weiter. Wir müssen die 20 Minuten. Ja, müssen sie nicht vollkriegen, aber. Nicht alles runterschmeißen jetzt. Nee, keine Angst. Haben wir denn einen Zugang zur Weide oder ist da kein Türchen drin? Ein Türchen drin? Okay. Nein, ich fahre das ganze schöne Glasboot. Ja, das ist egal. Boah. Irgendwie gibt es so ein paar Stellen auf der Map, wo es eigentlich immer leckt. Zumindest ganz kurz. Patti, würdest du die Italia im aktuellen Status nochmal neu anfangen? Oder würdest du sie Leuten empfehlen, die sie noch nicht gespielt haben? Natürlich. Ja? Mal. Die Karte ist ja eigentlich auch eine gute Singleplayer-Map. Aber bietet sich halt auch an als Multiplayer. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass du den Hof nicht so gut erweitern kannst. Weil du hast halt ringsrum eigentlich nur abfallende Felder. Mhm. Und das ist halt einfach schwierig, da was drauf zu platzieren. Du kannst schon ausgleichen, ne? Aber. Dann musst du halt hinter auf Hof G. Hof G, ja, da könntest du ein bisschen, aber der Hof hier in der Mitte, glaube ich, ist schon der schönste Hof auf der Karte. Mhm. Ah, das sind alle schön. Und da ist die Frage, muss man überhaupt erweitern? Naja, wenn du. Weiß ich nicht. Du hast halt prinzipiell wenig Unterstandmöglichkeiten. Natürlich kannst du es irgendwo rumstehen lassen, ja, aber so extrem viel hast du nicht auf dem Hof, ne? Ich weiß gar nicht, ob man oben zum Beispiel bei der Einfahrt des Hofs, ob man zum Beispiel die Weinreben wegmachen könnte und dann einen kleinen Unterstand hinstellen könnte. Oder ob die Weinreben im GE gesetzt wurden, das weiß ich gar nicht. Die Weinreben kannst du nicht abreißen. Ja, deswegen. Das wäre eben nice to have. Warte mal, ich fahr hier rum. Ja. Was waren 4 Paletten Käse? Nee, Käse ist schon gut. Wo kommen wir denn? Ah, hier kommt man rein, ich sehe es gerade. Da lag mal ein Ballen, aber der wurde weggeschubst. Wo hast du? Ah, da unten hast du angefangen. Okay.
Kann das sein, dass ich noch nie auf dieser Schafweide gefahren bin? Ja. Fest. Eng, sagst du? Auch mit dem Ding. Hier wird geschoben. Warte mal, ich hol den Drescher. Aber wenn du von uns gefragt hast, wegen Singleplayer, ich warte auf eine spezielle Map. Ja, was war das? Auf die von Yogi wahrscheinlich, ne? Richtig. Ja. Die soll jetzt im Übrigen auch in den Mod-Hub kommen. Ja, wobei jetzt immer nur so eine allgemeine Aussage ist, gefühlt. Naja, wenn er dann fertig ist, aber er hat noch viele Baustellen. Das ist ja prinzipiell nicht schlecht, wenn die Modder immer so ein bisschen Baustellen haben und noch was fertig machen wollen, aber irgendwann, glaube ich, müsste auch der Punkt kommen, wo man sagt, das war's jetzt auch. Wie gesagt, kleine Gimmicks hat er eingebaut, wie zum Beispiel den Fußballplatz, wo du einen Rasenmäher machen kannst, dann Apfelsaftproduktion hat er eingebaut. Ja, das habe ich gesehen, richtig. Wurde nochmal ein kleines Highlight, eine Heutrocknung hat er einbauen lassen, sagen wir so. Ich glaube, dass ich hier nicht reinkomme. Schaff weiter, sag mal. Bitte? Alles an die Schafweide, ja? Ja, weiß ich nicht. Also irgendwie. Hier steht ein Balsam. Das hängt wahrscheinlich mal ab. Wie machen wir das mit dem Teleskoplader rein, vielleicht? Alter, geht sich das gerade so aus? Jo. Schafi, geh weg. Wieder viel gemacht. Kommt was Großes. Willst du Fahrzeuge auch hinstellen oder willst du Fahrzeuge woanders hinstellen? Alles hinter. Würde ich sagen. Siehst du den Unterschied? Die ganzen Anbauten für die ganzen Frontlader und boah. Nein, das ist doch schon ein Fritz gegen den hier. Irgendwie habe ich es auch cool gefunden, dass man so auch in kleinere Fahrzeuge so ein bisschen gezwungen wird, damit du auch die Reben und so weiter alles machen kannst. Oder alles adäquat bearbeiten kannst. Ja, Patti. Ja. Ja, ja. Meine Damen und Herren, wir gucken uns das kurz an. Fahr vor! So geht das. Meint ihr, das wird nicht passen? Das Ding ist zu groß. Ich versuch gleich mit dem Teleskoplader mit dem Schneidwerk da rein. Oh. Vielleicht, ist auch, vielleicht ist auch noch das Ding ein bisschen im Weg. Ich könnte Pott ja einen Tipp geben, aber nee, lass mich mal auf. Naja, wenn er bei den Schweinen vorbeigefahren wäre und dann gerade rein. Richtig. Wo geht's hoch? Sag mal, wir hatten meine Deichsel verdreht. Alter! Hab ich das super gemacht? Moment, Moment, heiß und fertig. Warte, komm. Warte. Beste Stelle wieder gefunden hier. Warte, ich muss meine Deichsel drehen. Rutscht ein bisschen. Rutscht ein bisschen, aber geht noch, sagst du? Ja. So. Das muss sich doch ausgehen.
Doch, so komme ich rein. Das müsste gehen. Prinzipiell hätten wir auch auf die Schafe pfeifen können und einfach hier noch Abschirmfläche bauen können. Was macht ihr da unten eigentlich? Alter, wie viel Zeug da noch unten steht. Warte. Das dauert einen Moment. Warte. Geduld hat er nicht. Zumal wenn der Schweizer von hinten drückt. Ja. Wenn ein Schweizer von hinten drückt. Mhm. Warte. Weiter. Ein bisschen. Leider. Fahr du erst mal hin. Vielleicht auch Laterne. Warte. Bester Platz ausgesucht, sagt er. Oder ist aber... souverän reingefahren, würde ich sagen. Das hier nehmen wir noch mit. Ai. Da steht ein bisschen Wolle im Weg. Bisschen. Mhm. Vorsicht, nicht kommen. Das leckt wieder. Wie es langsam wieder freier wird am Hof. Oh. Oh. Weißt du, mit den großen Maschinen kein Problem, mit den kleinen nicht gut. Warte, ihr wollt mich wegballern, ne? Ich sag's dir, wie es ist. Au. Diese Latte. Eigentlich nur den Frontfahrer. Ich hasse diese Latte, Alter. Aha, sagst du nochmal braune Schafe machen? Warte, sag nicht. Ob so die Kühe liegen auf den Steinen, weißt du? Das bequem sein. Oh, ich stehe doch in Güllefass. Oh nein! Was hätten wir echt nochmal erweitern können, ey. Das war echt zu klein auf Dauer. Geht? Weiß ich nicht. Wo hänge ich denn hier? Laterne? Da komme ich doch nie raus. Wir hatten das Güllefass da reingestellt. Ist hier frei? Hier ist frei. Hat er zum letzten gearbeitet mit? Du. Nee, ich hatte es an der Güllegrube aufgestellt. Ja, da hatte ich sie jetzt auch genommen. Au. Ging es nicht gerade? Ach, eine gerade Strecke, weißt du? Eine gerade Strecke, Patti. Ich hab einen Sound gefunden. Wie kann man denn nur so sein? Da geh ich jetzt rein. Oh. Steck fest. Wie kann man nur so? Sonder sage ich jetzt nichts dazu, ne? Wenn du es mit Ruhe und Bedacht machst, geht's tatsächlich. Was ist denn mit Ruhe und Bedacht? Heißt.
gucken, schauen, gefühlvoll fahren, weißt du? Gefühl, was? Ja, das kennst du alles nicht, egal welche Insel. Ja, die geht immer nur rum, stumm, bam, bum. Siehste? Oh. Siehste? Siehste? Da war's wieder. Oben, glaube ich, habe ich noch einen Anhänger stehen sehen. Wir haben Geld bekommen. Ui. Mhm. Hast du noch Ballen verkauft? Ja. Oh, zu weit. Ja, die Einfahrt ist ein bisschen überraschend. Wenn man es nicht verpasst. Ach, der Düngerstein steht auch noch hier oben. Also hier oben steht noch der Pixar und der Düngersteuer. Boah, da kann ich auch gleich hochfahren. Da wieder Party vor mir. Was hast du denn? Jetzt ohne Anecken reingefahren? Das stimmt. Mich selber gewundert. Hat dich aber auch selber gewundert wahrscheinlich. Nö, ich bin in der Ansicht gefahren. Ui. Wenn ich in der Ansicht fahre, ecke ich nicht so oft an. Würde mir zu denken geben. Aber nö. Warum Praktiken ändern, die jahrelang funktionieren, ne? Richtig. Oder nicht. Hallo, hallo. Halt die Sonne nicht immer so stürmisch. Also, dass jetzt drei Leute so 18 Minuten lang nur Zeug hin und her bringen, ne? Zeigt mir schon, dass wir so ein bisschen was hatten. Ich glaube, ich habe nicht einmal diesen Isaria-Bodenproben-Ding dran gehabt hier. Aber ja, wir haben ihn besessen. Weißt du, haben ist besser als brauchen. Pack da nichts zu. Pack da nichts zu. Er findet jede Kante. Es ist egal wo. Noch so groß, noch so klein, noch so bunt. Er findet sie alle. Ja, nee, also. Ja, prinzipiell hast du recht, AG. Haben ist besser als brauchen, das stimmt. Aber ich glaube, dass wir relativ oft die Bodenproben gekauft haben sogar, ne? Immer. Oder verwechsel ich da? Nee, schon, ne? Boah, wie viel Zeug hier rumsteht. Schon hier vorne, was? Ja, ja. Hi. Hi, na. Weiß nicht, ob beim Wein noch was steht, gerätemäßig. Geh mal gucken. Höchstens die beiden Ernte-Anhänger-Geräte noch. Das kannst du haben. Dagi, kommst du noch mal zum Hof? Ich hab noch nicht alle Ballen in die Dings geschmissen. Achso. Und noch nicht alle weggeholt vom Feld und so. Okay, mit zwei Anhängern kann ich nicht fahren. Oder kann ich ihn in der Kuppel? Doch, geht er, ne? Wir werden prinzipiell schon fertig. Ich kann zum Hof kommen, ja. Nein, das hat keine andere Kupplung. Aktivieren.
Hi. Oh, zu weit. Ich glaube, das war's, oder? Puh, Rums, weißt du? Hinter nix. Ja, wir haben auch zu dritt 5 Traktoren gehabt, ne? Mhm. 5 Traktoren, Teleskoplader, Drescher. Ja gut, die kleinen Traktoren kann man ja nicht dazu zählen. Ja. Traktor ist Traktor. Um mal irgendwie ein Wasserfass kurz zu bewegen und so, hat's auch gereicht. Sonst sind aber 6 Traktoren. Wieso 6? Ja, 4 Leute. Stimmt, hast recht, 4 Leute, plus 2 sind 6. Warte noch auf einen Stark Templar. Kommt. Ach, du hast mein Johnny gefahren, Schweizer. Oh. Nö. Dein New Holland. Ah ja, stimmt. Was haben wir noch gehabt? Mähwerke, den Steinsammler. Ja, da habe ich auch viele Stunden mit verbracht. Was habe ich denn gar nicht benutzt? Den Farmtech-Streuer habe ich nicht benutzt, glaube ich. Wir hatten ja für die Reben speziell, ne? Ja, ja. Ja, für die anderen hatten wir ja diesen Umbaudingens aus Italien. Blue haben wir auch viele Stunden. Das große steht ganz unten. Mähwerk haben wir auch viel benutzt. Sehr viele Missionen auch gemacht. Hatten wir eigentlich mal den Drescher, seitdem wir den, Nö. Er war da, aber das war's auch schon. Ich könnte es jetzt gar nicht sagen, weil ich es einfach nicht mehr weiß, aber ich... Ideal wird immer in Italien gebaut. Sehe ich tatsächlich bei uns ab und zu einen Tieflader, wo auch so ein LKW aus Italien damit rumflitzt, ja, Richtung Deutschland. Die Schafe sind schon ganz nervös, weil die wissen gar nicht, was hier los ist, ey. Da kommt ein Starkey noch mit dem noch ein Anhänger, na klödig. Die wissen, dass sie gleich verlassen werden. Gleich ist vorbei hier an der Schäfin. Gleich geht's zum... Es geht gar nicht zum Metzger. Es wird einfach niemand mehr da sein für euch. Ihr werdet einfach verhungern. So, wir haben jetzt nicht alles hingebracht, aber so, ich sag mal so 95%. Irgendwo steht noch eine Gabel oder eine Schaufel oder was irgendwas noch rum. Aber, das ist nicht so traumatisch. Da geht den Schlepper nochmal hin. Ja, meine Damen und Herren, das war's für das Italia-Projekt. Danke an alle Mitspielenden, danke an Daki, danke an Paddy, danke an Schweizer. Also noch wen drauf? Nee, ne? Mm-mm. Immer gleich eigentlich. War schön, war gut. Wird aber auch irgendwann Zeit, einfach woanders hinzugehen, beziehungsweise auch eine andere Form von Projekt zu machen. Ihr habt es ja schon in den vergangenen Folgen gehört, Challenge-Projekt steht an und dies, das. Und deswegen wird eins nach den anderen Projekten jetzt erstmal beendet, aber ich glaube, nach 150 Folgen kann man auch mal ein Projekt beenden. Dankeschön an den Edo für die wunderschöne Map, das muss man wirklich sagen. Wie gesagt, was wir alles erreicht haben, seht ihr hier. Und wie gesagt, wer wissen will, wann was passiert ist, guckt sich einfach die 150 Folgen nochmal an. Danke euch fürs Mitspielen und ich sag danke und tschüssi. Tschüss.